Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in der Städtischen Galerie Fruchthalle in Rastatt. Mein Name ist Peter Hank, ich bin der Galerieleiter. Wir haben das Haus geschlossen bis auf Weiteres, aber wollen Ihnen einen virtuellen Rundgang durch die derzeitige Ausstellung mit dem Titel Mahlzeit des Bildhauers und Malers Gerhard Neumeier zeigen. Viel Vergnügen. Mahlzeit, meine Damen und Herren. So könnte man eigentlich beginnen. Mahlzeit allerdings ohne H. Der Künstler Gerhard Neumeier, Bildhauer und Maler, wohnhaft in Baden-Baden, studiert in Stuttgart, hat uns hier wunderbare Gerichte serviert. Auf großen Tellerformaten, insgesamt alle in etwa 1 Meter im Durchmesser. Und die Gerichte, die er uns da liefert, sind ursprünglich ganz abstrakt entstanden. Er kommt gewissermaßen aus der Tradition des Informellen, wo man mit gestischer Anteilnahme aus den Ölfarben etwas hervorzaubert, was vorher nicht irgendwie mimetisch angedacht war. Und diese Gerichte auf den Tellern, die Speisen, die sind genauso entstanden. Und nun können wir als Betrachter uns überlegen, was sieht man denn da drauf? Kann man das wirklich essen? Sind das da Spargel oder ist es da Zitronenkraut? Und wir haben tatsächlich Gourmetköche gefragt, ob sie etwas heraussehen können. Und sie haben dann Rezepte gefertigt, die zu den Bildern gehören. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich das Rezept auch nachkochen und dann ausprobieren, wie abstrakte Kunst tatsächlich schmeckt. Und noch ein weiteres partizipatives Moment: Sie können selber was heraussehen und das dann kochen. Mahlzeit.